Hallo meine Lieben, ich bin's, eure Katja. Ich wollte euch zeigen, Positionen zeigen für die Eröffnungsphase der Geburt. Das heißt, die schwierigste Phase der Geburt überhaupt, welche Position ihr einnehmen könnt, wenn ihr Wehen bekommt. Ganz wichtig wäre vielleicht ein Stuhl oder auf der Partner, wo ihr euch anlehnen könnt, die Beine etwas auseinanderlegen, den Kopf vielleicht fallen lassen. Und immer schön veratmen die Wehe. Durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Manche lieben es auf A auszuatmen, manche auf F. Ihr müsst euch das aussuchen, wie es am besten klappt. Aber das mit dem Veratmen ist schon eine tolle Sache. Ihr konzentriert euch das auf das Veratmen und bekommt von der Wehe nicht allzu viel mit. Irgendwann zum Schluss schon, aber es lindert ungemein. Wenn ihr einen Petsyball habt, könnt ihr euch auch ordentlich auf den Petsyball setzen. Ich habe jetzt leider keinen. Wirklich mal so kreisende Bewegungen machen. Ein bisschen kreisen. Wenn ihr keinen Petsyball habt, könnt ihr auch ein bisschen Stuhl-Bauchtanz machen. Einfach mal so ein bisschen hin und her schaukeln mit dem Becken. Das lieben die Babys. Das ist für die auch so ein Geschaukel und sie kommen dann auch dadurch tiefer ins Becken und rücken gut mit dem Köpfchen gegen den inneren Muttermund, um ihn zu weiden. Lasst euch fallen, nehmt alle Positionen ein, die ihr haben könnt. Wenn euch die Wehen zu stark werden, dann könnt ihr auch wirklich in den Vierfüßlerstand gehen, wenn es zu heftig wird, und da langsam veratmen, wenn es zu doll und zu stark wird. Probiert es aus, auf jeden Fall. Immer schön ruhig die Beine auseinandernehmen, Kopf ruhig hängen lassen und veratmen. Ganz locker bleiben, wenn ihr könnt oder habt, könnt ihr auch euch an ein Seil hängen lassen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die ihr haben könnt. Das wird euch aber dann auch die Hebamme im Krankenhaus sagen. Beim ersten Kind reicht es, wenn ihr alle 5 Minuten Wehen habt, dann in die Klinik zu starten. Ab dem zweiten würde ich empfehlen, alle 7 Minuten nicht zögern, denn die zweiten Kinder und die weiteren Kinder sind oft tückisch. Die machen dann nicht alle regelmäßig alle Minuten Wehen, sondern die haben dann Wehen und dann sind sie wieder weg und dann sind sie wieder da, bis dann halt dieser Wehensturm kommt und dann ist es meistens schon zu spät. Aber ich würde da schon empfehlen, alle 7 Minuten wenn die Wehen alle 7 Minuten kommen, reinzufahren oder zumindest eure Hebamme zu informieren. Ich selbst bin keine Hebamme, ich bin Krankenschwester, aber ich habe schon 8 Kinder geboren und ich weiß, wovon ich rede. Ich erwarte jetzt mein 9. Kind und ich lasse mich auch mal überraschen, was mich diesmal erwartet. Ich wünsche euch auf alle Fälle noch eine schöne Geburt und ein wunderschönes Baby. Alles Gute, bis dahin, eure Katja. Music.